Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es wieder einen Haul von mir und der ist ein bisschen gemischt. Ich habe von allem so ein bisschen was dabei und ja, ich würde sagen, damit es nicht zu lange wird, starten wir gleich mit dem Video. Als erstes habe ich mir hier im Sale mitgenommen von Dr. Konopax Soothing Hand and Body Wash. Das ist so eine Seife, das sind insgesamt 500 ml, also ein riesen Bottich. Den kann man halt für Körper und für die Hände hernehmen. Und es ist Lavendel mit drin und ich liebe Lavendel. Und oh, das riecht einfach so gut. Ja, ganz toller Duft. Und freue ich mich schon aufs Duschen oder Händewaschen, das weiß ich noch nicht so genau. Ja, dann war ich bei Müller unterwegs und da habe ich noch zweimal so ein Set mitgenommen. Die waren da im Sale drin und ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Deswegen durften die auch nochmal mit. Und dann habe ich noch bei Müller entdeckt dieses Set hier. Und das ist ein neues Set von Dresden Essence. Das ist so ein Geschenkset jetzt hier zu Weihnachten. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt mal auf. Hier haben wir einmal so einen Badezusatz drin. Eine Wanne voll Herzlichkeit. Das riecht gut. Ja, so ein richtig schöner Dresden Essence Weihnachtsduft. Also auch Winterduft. Dann haben wir von Dresden Essence eine Dusche, eine Pflegedusche drin mit fruchtig süßen Duft. Das ist diese hier. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Und riecht auch richtig, richtig lecker fruchtig. Also kommt dem hier auf jeden Fall sehr nahe oder auch gleich. Dann haben wir noch zwei Produkte drin. Einmal hier das Dresden Essence, so eine Lippenpflege. Die riecht ganz normale Standard-Lippenpflege. Und dann haben wir noch eine Handcreme drin, die sieht so aus. Und die ist auch mit fruchtig-süßen Duft. Ich schenke dir Wärme. Und macht wirklich ein schönes Handgefühl. Also gefällt mir gut. Ja, und der Duft ist ja wirklich unaufdringlich, also wirklich schön dezent. Also wenn man mal nicht so auf fruchtige Sachen steht, ist das auf jeden Fall ideal. Dann habe ich hier noch so Tempo-Boxen mitgenommen, dreimal vom DM, einfach diese sanft und sicher, die mag ich sehr, sehr gerne. Die haben wir eigentlich überall stehen, unter anderem halt auch auf dem Wohnzimmertisch. Und da brauchen wir halt öfters welche, weil wir die auch als Serviettenersatz praktisch verwenden. Und ja, die mag ich einfach am liebsten. Das nächste Produkt hier ist von Essie und den habe ich mir bei Müller mitgenommen. Das ist auch die Farbe, die ich heute schon trage und die finde ich einfach nur mega schön. Also eine ganz, ganz schöne Farbe, die nennt sich Say It and Soho. So heißt die Farbe. Findet ihr momentan in der Limited Edition von Essie und ja, kann ich euch empfehlen, ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Bei DM durfte dann noch ein Essie-Lack mit und zwar ist es Licorice, diese Farbe hier, ist jetzt gar nicht wie rum, so, genau, gab es bei DM in diesem Set mit dem Topcoat, mit so einem goldenen Glitzer, finde ich für Weihnachten jetzt, also für die Weihnachtssaison jetzt richtig, richtig schön und deswegen durfte der mit und einen schwarzen Nagellack von Essie wollte ich sowieso noch haben und deswegen hat sich das ganz gut angeboten. Noch etwas, was ich in der Sale-Abteilung bei DM gefunden habe, ist hier von Hey Organic die Reboost Maske mit Kaktusextrakt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. 1,50 Euro hat die noch gekostet, deswegen habe ich da gleich mal zwei Stück mitgenommen. Noch etwas, was unbedingt mit musste, ist hier diese Handcreme von B-Routine. Das ist Flöhchen Loves Cupcakes und das riecht so lecker nach Himbeer-Cupcake. Ja, also ganz, ganz toller Duft, habe ich auch jetzt schon ein paar Mal verwendet und der Duft umhüllt einen komplett und der ganze Raum riecht danach, finde ich ehrlich gesagt richtig toll, weil der Duft mir auch so gut gefällt. Und ja, freue ich mich, dass ich die mitgenommen habe. Etwas von Rossmann, was in einem Extra-Aufsteller momentan steht, ist von Isana Relax Tuchmaske mit Rosenwasser für jeden Hauttypen. Die durfte einmal mit. Und dann durfte auch mit von Isana Limette Slice Mask. Das sind so Masken, die so nicht als ein komplettes Tuch, sondern so einzelne Punkte hat, die man sich auflegen kann. Fand ich auch sehr interessant, wollte ich deswegen unbedingt mal testen.
Bei Müller im Sale habe ich hier von Kuschelzeit das Cremebad entdeckt. Das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt verwendet. Und das ist so ein toller Duft. Ich hatte letztes Jahr das Duschgel von CD. Das ist so toll. Das riecht so richtig lecker nach roten Beeren. Und dann mit diesem Mandelmilch-Marzipan-Geruch. Ganz, ganz toller Duft. Mag ich super gerne. Wenn ihr das bei euch noch entdeckt, schnuppert mal dran. Und wenn wirklich, nehmt es euch mit. Das ist einfach so toll. Ich mag es. Ich liebe es. Ja, es durfte auch noch ein Bad mit. Und zwar hier von Kneipp. Das Badeessenz Lavendel. Ja, bei Lavendel bin ich momentan sehr, sehr großzügig im Einkauf. Ja, ist halt wirklich ein toller Lavendelduft und mag ich gerne einfach, um ein bisschen runterzukommen, zu entspannen. Und das macht man mit Lavendel, finde ich, eigentlich mit am besten. Also der holt einen wirklich so runter, wenn man einen stressigen Tag hatte. Und deswegen musste so ein Lavendelbad mal her. Hier von DM habe ich mir noch das Hashtag BeRoutine How Pure and Smooth Tonic Water mit AHA-Komplex mitgenommen. Das möchte ich jetzt mal demnächst testen. Das ist momentan in so einem Sonderaufsteller bei DM, bei der Pflegeabteilung. Bekommt ihr aber auch ganz normal online. Also steht auch extra dabei, dass ein Artikel online erhältlich ist. Ja, es ist halt einfach mal, dass man es mal gesehen hat wahrscheinlich, dass es auch mal Aufmerksamkeit bekommt, weil man es halt wirklich nur online bekommt. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie sowas funktioniert. Es durfte noch eine Bodylotion mit, und zwar von Balea, die Bodylotion Vanilla, Chai und Kürbis. Und ja, das passt natürlich jetzt optimal in den Herbst. Und es riecht halt so lecker nach diesem Vanilleduft und so ein bisschen nach diesem würzigen Chai-Kürbis. Also richtig, richtig lecker vom Duft her. Ja, bei DM habe ich dann auch noch die Manhattan Stay Satin Liquid Lip Color entdeckt. Das ist dieser hier zum Beispiel. Und da stand dabei, soll bis zu 8 Stunden halten. Das tut er jetzt nicht. Es ist halt kein direkt mattes Finish oder auch kein direkt glänzendes Finish. Also das trocknet so ein bisschen an und wird dann so ein bisschen Satin Finish halt. Und ja, er hält lange. Aber wenn man wirklich isst und trinkt, dann hält der auch nicht mehr. Aber so gesehen finde ich schon, dass er lange hält und ja, finde ich gut. Und die Farbe ist übrigens die 215 Inspired. Ja, noch zwei Lippenprodukte, die mit durften, ist hier von Essence dieser Color Boost Matte About Matte Liquid Lipstick in der Farbe 05 Dangerously Yours. Das ist dieser hier. So heißt die Farbe. Den swatche ich jetzt euch mal. Den habe ich jetzt auf den Lippen so noch nicht getragen. Finde ich aber auch vom Farbton her ein richtig schönes, absolut mein Beuteschema. Ja, genauso wie dieses Schätzchen hier. Und das habe ich euch auch auf Instagram schon gezeigt. Und zwar ist es von L'Oreal aus der Limited Edition zum DKMS Live, glaube ich, heißt es. Da spendet ihr praktisch beim Kauf von einem so einem Lippenstift 1 € an die Organisation. Und ja, sieht auf jeden Fall von außen schon mal sehr, sehr schön aus. So ist der Farbton und das ist wirklich ein matter Lippenstift. Und auch den habe ich schon ein paar Mal getragen. Finde ich richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Und ja, also da erkennt man auf jeden Fall mein absolutes Beuteschema in Sachen Lippenstiften. Dann habe ich diese LE hier entdeckt. Und zwar ist es die Mr. & Mrs. Panda LE. Und die schaut einfach nur zuckersüß aus. Und ich konnte nicht dran vorbeigehen. Das ist einmal ein Duschgel mit Zitronenblüten und Birkensaftduft. Mein Plan für heute, Tagträumen fröhlich sein. Sieht so aus. Sieht halt wirklich einfach nur mega niedlich aus. Und der Duft ist halt wirklich frisch. Also ich finde, da ist auch ein bisschen Minze drin. Riecht sehr, sehr frisch, erfrischend. Und ja, finde ich einfach mega toll. Und ja, deswegen musste das Duschgel leider noch mit einziehen. Dann habe ich noch eine Bodylotion mitgenommen mit Kokosmilchduft. Memo an mich, liebe dich selbst. Auch einfach Zucker, Zucker, süß. Und das ist halt wirklich ein schöner Kokosduft. Nicht zu aufdringlich. Riecht sehr, sehr lecker. Also hat mir richtig gut gefallen. Und deswegen duftet das auch mit.
Genauso wie das letzte Produkt aus dieser Limited Edition, also was ich mir mitgenommen habe, es gibt noch zwei, drei weitere Produkte, glaube ich, ist die Handcreme, und zwar weniger grübeln, mehr träumen. Sieht so aus. Einfach der Otter drauf, und der ist auch so zuckersüß. Und das riecht da wirklich schön nach dieser Schwarzbeere, Johannisbeere, also nach diesen dunklen Beeren, riecht richtig, richtig toll. Jetzt ist übrigens auch der Manhattan ein bisschen angezogen. Also man sieht halt hier, der ist nicht wirklich matt, aber auch nicht wirklich glänzend. Richtig schönes Finish, wie ich finde. Gefällt mir richtig gut. Ja, noch eine Bodylotion ist vor ein paar Wochen eingezogen. Und zwar die Balea Body Gel Aloe Vera. Spendet Feuchtigkeit und belebende Frische. Das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Es ist halt so eine durchsichtige Verpackung auch. Und riecht halt richtig frisch. Also die kann mein Freund auch hernehmen. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die so auf der Haut ist. Ja, dann hat ja im Endeffekt die Teesaison wieder so richtig angefangen. Jetzt, wo es kälter wird, trinke ich auch wieder mehr und gerne Tee, einfach weil es von innen heraus wärmt. Und da habe ich mir einmal von Teekanne den Sweet Apple Organic Fruit Infusion with Apple and Cinnamon, den hier einmal mitgenommen. Den habe ich auch schon ein paar Mal jetzt getrunken. Also der Zimt ist halt wirklich intensiv, also richtig, richtig schön. Und der Apfel, der macht das Ganze so fruchtig süß, also richtig lecker. Also schaut euch den Tee mal gerne an, ich finde den richtig, richtig gut. Habe ich übrigens bei Rossmann entdeckt, genauso wie diese Selection hier. Das ist so eine Box, die ist momentan limitiert. Da sind verschiedene Teesorten drin, unter anderem Sahne Karamell, Himbeer Vanille, dann Minze Ingwer haben wir hier noch und Granatapfel, den habe ich noch nicht probiert aus der Box, marokkanische Minze. Und die Sonne Afrikas, und die hat fein aromatisiert mit Mango, Ananas und Bananengeschmack. Hätte ich nicht gedacht, dass mir der Tee schmeckt. Also ich habe am Anfang gedacht, das wird der Tee sein, der mir nicht schmeckt, aber der schmeckt richtig, richtig lecker. Den mag ich sehr, sehr gerne, und ja, da kann ich mir vorstellen, auch eine große Packung von zu kaufen. Dann durften auch noch hier so ein paar Kleinigkeiten mit. Gehen wir jetzt einfach mal schnell durch. Hier haben wir einmal von Balea die Schönheitsgeheimnisse, so eine Maske. Die ist für Feuchtigkeit spenden. Dann eine regenerierende Haarmaske mit Avocado. Und eine Feuchtigkeitsmaske mit Acai-Beere. Die sieht so aus. Ja, wollte ich einfach mal gerne testen. Dann kommen wir auch schon zu dem süßen Marshmallow-Männchen. Und das ist von Dresden Essenz hier eine Badetablette mit Toffee-Duft. Das riecht so lecker. Wirklich nach diesem, also wie die Toffee-Fee eigentlich. Also so riecht es. Ganz, ganz toller Duft. Von Dresden Essenz durfte das Lichterglanz mit. Ich glaube, das hat seit diesem Jahr eine neue Verpackung. Einfach so ein schöner, weihnachtlich, winterlicher Duft, mag ich sehr, sehr gerne. Gerade die Dresdner Essenzbäder mag ich einfach mega gerne. Genauso durfte noch mit die Gedankenreise von Dresdner Essenz. Auch sehr, sehr schön vom Design her. Gefällt mir richtig gut. Und riecht auch richtig lecker. Also da bin ich mal gespannt, wie das im Bad sich entfaltet. Ja, bleiben wir bei den Dresden Essenz Badezusätzen. Da durfte auch dieses hier mit, Winterbeerenbad. Und ich meine, das hatte letztes Jahr auch noch eine andere Verpackung, so eine weiße, wenn mich nicht alles täuscht. Das riecht auch so lecker. Ach, mag ich unheimlich gerne. Dann durfte natürlich auch dieser wundersüße Pinguin mit, das Frostbeulenbad. Das wird auf jeden Fall für den Winter direkt aufgehoben, weil das soll wärmend sein. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann so ist. Von Kneipp durften noch diese beiden Badesalze mit. Die sehen halt aus wie so Handys, also wie so Smartphones. Einmal Hashtag Place to Be, Lotus und weißer Tee. Und einmal Hashtag läuft bei mir, Kakao und Vanille. Passend zur Bodylotion durfte auch noch diese Maske hier mit, die Vanilla Chai und Kürbismaske für jeden Hauttypen.
Und wer sie noch nicht entdeckt hat, diese wunderhübschen Macarons durften auch noch mit. Sweet Macaron mit Hyaluron und Erdbeerextrakt, spendet Feuchtigkeit und belebt für jeden Hauttypen. Und Happy Macarons mit Hyaluron und Blaubeerextrakt, spendet Feuchtigkeit und regeneriert für jeden Hauttypen. Ja, dann sind wir auch schon fast durch. Zwei Produkte habe ich noch. Einmal dieses Set hier. Ich wollte unbedingt mal so ein Peeling von Rituals ausprobieren und habe mir gedacht, ich nehme dieses Set hier mit. Das ist einmal mit Duschschaum, Bodylotion und dem Peeling. Das ist einfach der beste Duft, den es gibt. Ritual of Sakura. Also mein ganzes Zimmer riecht gerade danach, weil die einfach jetzt schon riecht. Und oh, ich liebe diesen Duft. Also ich habe noch nicht wirklich viel von Rituals getestet. Also ich hatte Happy Buddha da und die diese rote Verpackung, ich weiß jetzt nicht, Ayurveda oder so, glaube ich. Und das ist aber einfach mein absoluter Liebling und ich liebe diesen Duft. Also der ist so schön. Ganz, ganz toller Duft und oh, ich liebe ihn einfach. Ja, das letzte Produkt ist dieses hier. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. Ich komme näher ran. Es ist vom Bäcker und das habt ihr auch schon auf meinem Instagram-Kanal gesehen, wenn ihr mir folgt. Wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das ist der Berlin Glow Highlighter von Hatice Schmidt. Und ja, ich liebe ihn. Ich trage ihn auch schon. Ich finde ihn einfach so, so schön. Also erstmal kommt er hier in so einer silbernen Verpackung daher. Und wenn man den dann aufmacht, dann sieht man hier das Brandenburger Tor. Und man sieht auch schon, ich habe den auch schon fleißig verwendet. Also ich verwende den wirklich jeden Tag, seit ich ihn habe. Und ich liebe ihn einfach. Und er ist so schön. Und er macht halt so einen schönen Glow, ohne irgendwie zu aufdringlich zu sein. Ohne irgendwie so ein Farbspektrum zu haben, so rosa oder golden. Also ich finde den einfach nur mega schön. Also ich liebe ihn. Und ja, da hat Hatice einfach ein richtig, richtig schönes Produkt rausgehauen. Und ja, Bäcker-Highlighter sind sowieso super. Und das ist einfach nur mal das Sahnehäubchen obendrauf. Ja, das waren dann auch schon alle Produkte, die ich euch zeigen wollte. Wenn ihr von den Produkten schon was habt und Erfahrung damit habt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie ihr die Produkte so findet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!